Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio Season 3. Wenn ich mich nicht täusche, müsste das jetzt Folge 6 sein. Ich hoffe, das stimmt. Ich kann aber sicherheitshalber mal eben nachgucken. Record. Shit. Moment, ich habe heute erst angefangen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, es ist Folge 8. Habe ich mich letzte Folge wohl dezent vertan. So, und dann müssen wir hier noch ein bisschen umbauen. Weil das Eisen muss noch einen höher gesplittet werden. Dann kann ich nämlich hier Eisen und Kupfer hier einspeisen. Der Teiler kommt entsprechend hier hin. Der Teiler wieder hier hin. So, Verbindung steht noch. Kupfer ist angeschlossen. So. Eisen, Kupfer. Weiß ich Bescheid. Dann habe ich den Teil. Okay. Wind nach hinten. Ja, dann ist es davor. Okay. So, jetzt haben wir das soweit. Einen wunderschönen guten Tag nach Twitch, wo mir jetzt auch jemand zuschaut. Dann ist es davor. Okay. So, jetzt haben wir das soweit. Gerade mein Twitch-Stream an. Interessant. Der vorher nicht aktiv war. Habe ich nicht aufgepasst. Egal. So. Dann haben wir jetzt das Eisen. Ich brauche schon mal 9 Maschinen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Alleine nur für die Produktion von den Greifarmen. So, Kupfer muss dazu am besten ganz an den Rand. Das Eisen gucken wir dann, wo ich es gleich brauche. Und dann gucken wir mal weiter. So. Twitch hat irgendwie massive Probleme, glaube ich, gerade mit Verbindungen. Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Meine Maschinen werden gerade produziert. Und sobald wir die Grünen hier vorne rausschicken, haben wir die Maschine soweit stehen. Sehr schön. Dann laufen hier auch die Forschungslabore mit den nächsten Forschungen. So. Das ist echt praktisch mit mehreren Greifarmen, weil dann wird das automatisch durchgereicht. Noch besser wird es natürlich dann mit den Stapelgreifarmen. Wenn ich dann drei Stapelgreifarme da dran habe, dann gehen die Sachen alle viel, viel schneller dann durch. So, 5 Produktionsmaschinen. Kabel, Kabel, Kabel. Ein frei für die Greifarme. Und die Dinger kommen raus. So, und das heißt, hier brauche ich ein entsprechendes Fließband. Greifarme brauche ich jetzt gleich auch noch. Fließbänder kann ich mir hier holen. Ganz angenehm. Und dann ist die Frage, Zahnräder könnte ich natürlich hier drüben links nach links hin produzieren. Von den Zahnrädern brauchen wir 2 Baumaschinen, okay. Und dann müssen wir das zusammenführen mit den grünen und den Eisenplatten. Okay. Dann habe ich eine Idee. So, ich habe die Produktionsmaschinen jetzt hier. Das heißt, ich könnte hier und hier schön eine Zahnradproduktion hinbauen. Stelle ich jetzt auch einfach mal direkt ein. Hier die grünen Schaltkreise. Also die grünen Schaltkreise. Hier hinten die Kabel. So.
Dann hätte ich damit jetzt hier die Verbindung fürs Eisen. Und die Maschinen stehen natürlich an der falschen Stelle. Wir müssen nämlich hier und hier hin. So. Dann brauche ich 1, 2, 3, 4 rote. Nochmal 1, 2, 3, 4 rote. Und dann brauche ich blaue und dafür brauche ich Eisen und Kupfer. So. 1, 2, 3, 4 blaue. Auslegen mit 2 roten jeweils. Hier reinlegen mit 2 roten jeweils. Und die ich habe mich verzählt. Ich habe einen roten zu viel gebaut, das ist nicht schlimm. So, blaue. Legen raus. Legen raus. Müsste hier theoretisch damit alles runterkommen, was man braucht, um die Produktion anzutreiben für die Arme. Da ich von jedem nur eins brauche, nehme ich nachher 2 rote, einen blauen Greifarm. Dann passt das schon. So, so. Jetzt brauche ich hier hinten noch 2 blaue, 6 und nochmal 4, also 10 blaue. Brauche ich jetzt mal eben. Und dann kann ich hier unten schon die Produktionsmaschinen für die Arme hinsetzen. Die beiden, die ich brauche, und die legen dann auf das Fließband ab, wo ich jetzt schon die Fließbänder drauf liegen habe. Hier irgendwo sein. Beiden. Die produzieren jetzt bitte grüne Waldkreise, grüne Flächen. Den kann ich dann jetzt rauslegen. Auf die kann ich jetzt rauslegen. Aber erstmal. Bauen wir das hier. So, warten auf die nächsten. Hier brauche ich wieder 2 blaue, 2 rote, 4 blaue. 4 blaue, 2 rote, Moment. So, ein bisschen Kupfer sammeln. Also was sagte ich? 4 blaue, 1, 2, 3, 4. 2 rote, 4 rote, 3 rote. So, einen habe ich nämlich noch. So. Der kommt hier hin. Blaue. So. Dann läuft die grüne Schaltkreisproduktion. Die nehme ich hier in der Mitte raus, legt die auch entsprechend in der Mitte ab. Achso, vielleicht sollte ich denen hier noch sagen, hey Jungs, ihr baut bitte Zahnräder. Aber das passt alles, was hier so kommt an Ressourcen. Auf jeden Fall ziemlich cool. Und dann bauen wir das so. Und für die. Dann habe ich die grünen Flächenproduktion fertig. Achso, nee, Moment. Ihr sollt nicht. Moment. Stopp. Nur zurück. Falsches. Oder? Nee, doch, das war richtig. Ich habe nur die falsche Sache eingestellt. So, haben wir den Teil und ihr baut nicht Flächen, sondern bitte die Greifarme, die ich brauche für die Flächen. So. So. Zwar nicht sinnvoll, hier noch eins runterzuziehen, aber das ist mir gerade egal. So, einen blauen noch hier hin. So. So, das bedeutet, wir produzieren Bänder und Arme. Das heißt, jetzt kann ich mich um die 12 Produktionsmaschinen kümmern. Ich brauche noch mehr, also. Moment, die brauchen auch die Schaltkreise, ne? Moment, haha. Hier ist ein Fehler. Meinerseits, da waren alle Maschinen nicht angeschlossen. So. So, wenn man die Schaltkreise nicht bauen muss, die Zahnräder, dann dauert das gar nicht so lange. Dann brauche ich jetzt noch die 2. Und die baue ich auch nochmal eben die Zahnräder für. So. Dann kann ich jetzt die grünen Produktionen bauen. 1, 2, 3. Doof, Moment.
Kann ich das vielleicht über 1, 2, 3, 4, 5, 6 seitliche Produktion Abstand halten, dann klappt das auch. 1, 2, 3 Abstand. So. Produktion. So rum, das kommt so rum. So. Einspeisung erfolgt über Teilerfließbänder. Das ist natürlich nicht funktional. Stopp, alles wieder weg. Ich habe auf jeden Fall genug Fließbänder und Arme gleich im Inventar. Wir müssen das Ganze aber jetzt hier in Reihe bauen. So. Dann die grünen Flächen in der Mitte abgelegt werden. Gehen dann hier raus. So. Ihr baut bitte alle Flächen, wenn ich euch dann entsprechend verkabelt habe. Aber dafür reichen ja theoretisch gelben Arme. So. So, vielleicht sollte ich die noch bauen, um es wieder rauszunehmen. Quasi so. So, das heißt, jetzt haben wir die grünen Produktion auch am Start. Und theoretisch müssten jetzt gleich hier grüne rauskommen. Perfekt, da kommen die grünen auch schon. Aber es kommt quasi kein Eisen mehr. Nicht? Alter, es kommt quasi kein Eisenerz. Okay, das bedeutet, mit den Maschinen habe ich natürlich meine Erzproduktion komplett überfordert. Das heißt, ich baue jetzt erstmal noch 10 Erzförderer. Ich muss dann gucken, ob das, ich das überhaupt über ein Band kriege. Ich fürchte nicht. So. Falsch. Was forsche ich denn jetzt? Ich erforsche die fortgeschrittene Materialverarbeitung. Ich nehme die Hochöfen, die ich hier haben möchte. So, das heißt, wenn ich 13,33 Erzen haben möchte, brauche ich 25 Erzförderer. Fast 26. Okay, das bedeutet, mit meiner Produktion bin ich genau richtig. Sehr gut. Bedeutet, ich kann mit den Erzförderern, die ich hier gerade am Setzen bin, mein Band nicht voll auslasten. So. Weg. Kommt auch noch weg. Kommt hier noch zwei hin. Theoretisch dürfte das jetzt passen. So und so. Theoretisch müsste jetzt am Ende immer noch nur ein halbes volles Band ankommen. Aber dafür müsste jetzt hier dann mehr gleich rauskommen. Weil es reicht tatsächlich nur so gerade eben. Das Erz. Aktuell. Okay. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mehr wird. Aber egal. Die ersten 6 Öfen sind an. Das bedeutet, da sind nur 3 Erzförderer dabei gewesen und haben versorgt. Gehen 4 an.
Es reicht noch nicht ganz, aber es wird besser. Okay, das Band sieht doch schon deutlich besser gefüllt aus. Freut mich. Kann hier drinnen auch gleich besser aussehen, auch wenn nur die Hälfte darüber geht. Ich könnte natürlich jetzt irgendwas bauen, um das vorne wieder einzuspeisen, aber macht halt so keinen Sinn. Geht nämlich mehr nach rechts als nach links. Aber die Eisenproduktion rechts müsste jetzt steigen. Damit müsste hier dann auch die Produktion langsam steigen. Ja, doch, die Produktion steigt. Das ist gut. Müsste dann auch gleich die fortgeschrittene Materialverarbeitung fertig sein. Womit ich das nächste Gebäude quasi bauen müsste, um Stahl zu produzieren. Frage ich mich, wie ich das denn da am besten mache. Theoretisch. Mit einem filternden Greifarm hier quasi nochmal eins nebensetzen, wo dann quasi das Eisen reingelegt wird. Statt in die Mitte. Oder aber wäre eigentlich fast am sinnvollsten, glaube ich. Oder? Nee. Macht mehr Sinn, das einfach wieder oben dann quasi in so einen Ofen rein einzuspeisen. Dafür muss ich dann aber hier entsprechend die Blaupause ändern. Das ist nämlich nur noch der Teil hier, der relevant ist. So. Haben wir es? Das haben wir. Die Produktion müsste eigentlich reichen. 12 Stück. Wie viel habe ich denn hier gebaut? 4, 6, 8, 10, 20. Das ist ein bisschen mehr, klar. Aber ich müsste halt quasi einfach nur das hier nochmal bauen und dann ginge das. Das sollte ich gleich erforschen. Das auch. So. Könnte ich hier nämlich Forschung anzeigen lassen. Aber die grünen Flächen reichen. Das bedeutet, ich könnte jetzt auch hingehen und sagen, hey, 1, 2, 3, 4, 5. Da packe ich nochmal 5 neben. Und nehmen wir uns doch hier noch ein paar Zahnräder mit. Dann bauen wir nochmal 5. Eigentlich kann ich dann hier mal ein bisschen die Sachen so nutzen hier. Und so, jetzt bauen wir nochmal 5. Brauche ich nämlich nicht so viele herstellen. Und die werden dann auch wieder über 3 blaue jeweils angebunden. Das heißt, ich brauche 30 blaue, das kriege ich aktuell nicht hin. Ich brauche mehr Eisen, mehr Kupfer. So. Zahnräder kann ich aber eigentlich auch mal mitnehmen. Nicht der größte Eisenverbraucher, den ich habe. So, was habe ich gesagt? 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bauen wir die doch mal. Kommen hier jeweils die Gebäude neben.
Ich habe die erweiterte Materialverarbeitung. Dann forschen wir mal hier weiter bei Factorissimo. So. Gehen wir hier mal die blauen ein. Müssten wir nämlich schneller forschen. Bin mal gespannt, wie viele Labore wir nachher versorgt kriegen. Das sind ja jetzt dann gleich 16. Wenn ich sie denn alle angeschlossen habe. So, die erste Seite ist angeschlossen. Und die zweite Seite ist gleich auch angeschlossen. So. Hier fehlt quasi nur noch ein Greifarm, damit alles läuft. Und dann machen wir das noch fertig und dann ist die Folge auch wieder mal vorbei, leider. So, und fertig. Sehr schön. Entsprechend, ich habe euch lieb, ihr mich hoffentlich auch. Drückt die Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten drückt den Daumen nach unten. Schreibt mir gerne Kommentare. Lasst noch ein Abo da. Brast es raus. Tschüss.